Garry's Mod in VR, ja, das funktioniert. Und zwar mit einer neuen Mod. Da haben mich einige Leute darauf aufmerksam gemacht. Und damit können wir jetzt wirklich das Spiel in VR zocken. Ich zock's mit der Pimax und den Vive-Controllern. Und ja, ihr könnt Sachen spawnen, ganz viel Mumpitz erleben und so, wie wir das halt von Garry's Mod kennen. Und ja, das werde ich euch halt jetzt zeigen. Ich bin der Voodoo und mir gibt's Hardware-Tests, News, Games und Events zum Thema VR und AR. Viel Spaß mit Garry's Mod VR und los geht's! Voodoo.de. So Leute, willkommen in der Mod. Und ja, die ist relativ schwierig einzustellen hier für die Augen. Ihr müsst da irgendwie so A und D drücken, damit das funktioniert am Anfang mit so einem Kalibrierungstool. Und wir haben jetzt hier so eine, ja, seht ihr das überhaupt? Ja, ne? Wir haben so eine Teleportwaffe, mit der können wir hier auf dem Trigger, so am Trigger, wo ist sie? Achso, ja genau, am Trigger können wir die benutzen. Hier, zack, 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 zack. Und wenn wir die Grip-Taste drücken, dann können wir hier die Gravity Gun nehmen und wenn wir nochmal drücken, dann haben wir einfach unsere Hände. So, aber das Interessante ist natürlich jetzt, da muss ich mal einmal hier in die Ecke gehen, weil da gibt es nämlich ein kleines Problem. Wir drücken das Touchpad und hier sind wir jetzt im Menü drin und können hier allen möglichen Krempel spawnen, wie wir das kennen. Und zwar zum Beispiel hier, wir spawnen erstmal ein NPC. Huch! Wo ist das scheiß Menü? Ja, siehst du, da geht's jetzt schon los. Dass das relativ schwierig ist, hier oben auszuwählen. So, jetzt aber. Wir machen mal hier eine Waffe. So, und ein NPC. Wir machen mal einen Combine Soldier. Wo haben wir denn? Wo ist er? Da. Wo ist er hin? Wow, das war knapp. Geil, oder? Da rollt, was rollt denn da? Sehr, sehr cool gemacht auf jeden Fall. Das Blöde ist halt, wenn du jetzt hier wieder durch die Waffen wechselst, ist die halt wieder weg. Da musst du wieder ins Menü und musst das wieder neu spawnen. So. Und ihr seht hier, wir können allen möglichen Scheiß natürlich hier ausbauen. Ne? Kamera, weiß der Geier. Aber wir spawnen natürlich nochmal lieber eine Waffe. Sicher ist sicher. Und jetzt können wir hier natürlich auch... Guck mal, was wir hier ist. Humans. Die Alex. Und wir haben zum Beispiel hier auch den G-Man. Guck mal. Oh yeah. Ist das cool? Hallo? Zombies. Oh shit. Scheiße, weg. Oh. Der hält einiges aus, der Kollege. Wir müssen mal gerade gucken, dass wir schnell eine Waffe spawnen. Weil das Problem ist halt, dass die immer weggeht. Das ist richtig doof. Jetzt! Mein Gott! Sehr übel, oder? Und der G-Man steht natürlich einfach da rum und guckt fies aus der Wäsche. Hallo? Seht ihr den jetzt auch? Ja, ne? Ja, bei mir steht der ein bisschen an der anderen Seite. Ein bisschen komisch ist das schon hier alles. Naja, gut. Hallo? Mr. G-Man, how are you? Ja, das ist eigentlich schon so alles, was du machen kannst. Diese drei Funktionen gibt es einfach. Gravity Gun. Achso, die kann ich euch noch zeigen, ne? Moment. Guck mal, den kannst du jetzt zum Beispiel hier rumbewegen. Hoja! Geil gemacht, oder? So, was haben wir noch? Ja, und der Teleport halt, ne? Das ist das, was du hier hauptsächlich machen kannst. Das sind die Bedienfunktionen. Und dann drückst du halt auf das Touchpad und hast hier diesen ganzen Krempel, den du natürlich spawnen kannst. Hier ist auch noch eine Liste mit allem möglichen Zeug. Hier kannst du dann hier Reifen spawnen. Hier drückst du halt drauf und dann spawnt er das hier. Theoretisch sollte er das zumindest tun. Wo sind die denn, die ganzen Sachen? Ah, jetzt. Oh, shit, das war ein bisschen groß.
Hier kannst du noch, weiß der Geier, irgendwelche Bouncy Balls spawnen. Da sind sie. Ammo. NPC. Die haben wir ja schon gesehen, ne? Die könnt ihr natürlich auch spawnen. Vehicles. Die können wir leider aber nicht benutzen. Jetzt sehe ich das nicht. Warte mal. Ach Quatsch. Wir müssen hier. Da. Und dann hier. So, und jetzt haben wir da so dieses Vehicle. Oh shit, ich hab's übertrieben. Das steht jetzt oben auf dem Reifen drauf hier. Oh Mann. Ja, so sieht das aus. Und, warte mal. Hier nochmal kurz zurück. Post-Process. Shaders. Ihr könnt da so viel. Hier oben könnt ihr das speichern natürlich. Die Steuerung ist sehr gewöhnungsbedürftig, um ehrlich zu sein. Weil alles so sehr klein ist und du musst hier die ganze Zeit hin und her wandeln. Aber es hat halt zumindest Room-Scale und alles, ne? Ihr seht das ja. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel unseren Raketenwerfer. Und. Komm jetzt. Oh, Kacke. Ich bin tot. Ich bin tot. Scheiße. Das ist natürlich jetzt dumm gelaufen, ne? Ja, und jetzt, da gibt es jetzt halt ein Problem, ne? Also du kannst jetzt nichts machen. Es ist halt jetzt leider vorbei. Jetzt musst du an den PC gehen und musst dann einmal die Maus klicken und dann geht's weiter. Also es ist alles vorne und hinten noch nicht fertig. Ich will es auch noch nicht unbedingt empfehlen, dass ihr es jetzt zockt. Aber wer es auf jeden Fall ausprobieren will, dem zeige ich jetzt mal eine kurze Anleitung, wie das geht. Ja, das war Garry's Mod in VR und ich habe euch ja versprochen, jetzt zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Allerdings, ich mag es noch nicht unbedingt empfehlen jetzt. Es ist um Gottes Willen noch lange nicht perfekt. Es ist nur so eine lustige kleine Sache, die ihr machen könnt. Aber hier ist sie. Und diesen Link, der ist ganz wichtig, den tue ich euch unter dieses Video und dann seht ihr diese Seite. Und dann meldet ihr euch in Steam an und drückt hier auf Abonnieren. Und dann installiert ihr Garry's Mod und automatisch installiert ihr dann hier diese VR-Mod für Garry's Mod. So, das ist aber noch nicht alles. Ihr müsst noch eine Datei runterladen, der ist auch der Link hier auf Google Drive im Moment noch, der will das später noch woanders hochladen. Und da müsst ihr vier Dateien, sind das glaube ich, genau, in Verzeichnisse kopieren. Das ist ganz einfach, das steht hier in dieser Installationstextdatei drin, die ihr hier drin findet. Die kopiert ihr also nach Steam. Und dann in das Garry's Mod Verzeichnis von Steam Common, Steam VR Apps und wie das alles heißt, ne, das kennt ihr ja, das steht aber alles in der Installations.txt drin. Und dann, wichtig, dann geht ihr auf Steam VR, ihr aktiviert also Steam VR und guckt, dass die Controller aktiviert sind, dass ihr das Steam VR Home seht und dann startet ihr Garry's Mod. Dann kommt eine Meldung, das Spiel unterstützt kein VR und dann drückt ihr aber trotzdem auf Ja im VR-Modus starten. So, dann seid ihr in Garry's Mod drin und geht erstmal an die Tastatur, noch nicht an die VR-Brille. So, dann steuert ihr das Spiel erstmal mit der Maus, geht dann auf ein neues Spiel, ladet irgendein Level und dann drückt ihr Q. Ja, ihr drückt Q, dann geht ihr dieses Menü auf, dann geht ihr oben rechts auf Utilities, dann auf Virtual Reality und dann auf VR Mod. Und dann geht auch sofort dieses Doppelbild an von der VR-Brille. Und ihr müsst das beim ersten Mal, wenn das bei euch noch nicht richtig aussieht, dann müsst ihr das kalibrieren. Da ist auch noch so ein kleiner Button. Und dann könnt ihr auf A und D könnt ihr den richtigen 3D-Modus richtig einstellen. Also die Augen quasi, den Abstand quasi. Und damit das besser aussieht. So, und das war's. Ne? Und dann könnt ihr halt wirklich das alles in VR zocken. Ihr braucht eigentlich nur einen Controller, es gibt keinen zweiten. Das heißt, den anderen könnt ihr eigentlich auslassen. Und dann könnt ihr mit der Grip-Taste halt zwischen den Tools wählen. Und auf dem Touchpad könnt ihr dann das Menü aufrufen von diesem ganzen Teil. Das ist, Junge, das ist interessant. Aber nun, das hat nicht wirklich funktioniert. Also einige Sachen, die funktionieren halt noch gar nicht. Also zum Beispiel kannst du auch zwar die Fahrzeuge spawnen, kannst die aber leider nicht benutzen. Ne, das ist das Problem. Du kannst die nicht benutzen und dieses Menü, was du spawnst auf dem Touchpad,
Das ist so komisch. Also das sieht in der Brille so komisch aus, als wenn du da irgendwie 2 Kilometer hinrennen musst, damit du oben die linke Ecke von diesem Menü siehst. Das heißt, ich muss immer in die eine Ecke von meiner Play Area, dann Touchpad drücken und dann die andere, damit ich die linke obere Ecke sehe. Also da ist noch alles noch nicht ganz in Ordnung. Auch der Screenreader, ihr habt gesehen, der war relativ klein, den ich aufnehmen konnte. Anders geht das leider im Moment noch nicht. Das ist halt ein bisschen komisch. Aber naja, Hauptsache, wir können es halt uns mal reinschrauben. Das ist ja schon mal was, oder? Ja, ihr könnt es mal ausprobieren. Also ich habe es jetzt mit der Pimax gezockt. Es geht auf jeden Fall auch mit der Vive logischerweise. Mit der Oculus Rift bin ich jetzt nicht so sicher. Da gab es einige Diskussionen, glaube ich, die fragen, wie das funktionieren soll. Also mit der Pimax und der Vive geht's, das weiß ich. Und die anderen müsst ihr halt mal ausprobieren. Wenn ihr Garry's Mod sowieso schon habt, dann ist es ein Versuch wert, ist eh kostenlos. Wenn ihr Garry's Mod noch nicht habt, dann holt's bitte nicht extra deswegen, weil das ist noch sehr, sehr buggy und überhaupt noch nicht annähernd fertig, ne? Das ist wichtig zu wissen. Ja, so sieht's aus. Hier sind noch ein paar Features geplant. Locomotion, dass ihr halt Free Locomotion habt. In-Game Body, dass ihr euren Körper seht. Multiplayer, besseres Spawn-Menü, um Gottes Willen, ja. Das ist eine gute Idee. Usability Improvements und Performance. Also von der Performance her muss ich sagen, war das gar nicht so schlecht. Also da hatte ich keine Probleme mit. Na gut, das war Garry's Mod. Mit der VR-Mod, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben und schreibt doch mal, ob ihr es auch ausprobiert habt, in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao. Voodoo.de